Wir sind durch den Wald gewandert und, oh Wunder, wir haben ein neues britisches Rationspaket gefunden, das mitten im Wald lag. Genau auf dem Baumstumpf, auf dem wir es 30 Sekunden zuvor gelegt hatten. Also werden wir heute den ganzen Tag damit verbringen, nur das zu essen, was da drin ist. Was haben wir hier alles? Eine Packung Kaffee, Zucker, Sahne, Tee, Servietten und eine Wasserreinigungstablette. Dieser Göffel ist witzig. Er ist so groß, dass er kaum in meinen Mund passt. Vielleicht, damit du schneller essen kannst und dir mehr Zeit für den Krieg bleibt oder so. Außerdem haben wir diese kleinen, wohlbekannten Streichhölzer. Sie sind in einem versiegelten Beutel mit einem kleinen Streichholzstreifen verpackt. Gut, dann kochen wir erstmal Wasser. Was zum... Ach ja, na. Die Briten haben eine so coole Ration entwickelt, aber wie wär's mal mit normalen Streichhölzern? Okido, dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Zum Frühstück gibt es diese Packung Müsli mit Milch und kandierten Früchten. Übrigens, wer weiß, wie diese kandierten Früchte hergestellt werden? Außerdem gab es eine große Packung heiße Schokolade. Oh, so viel davon. Das muss köstlich sein. Wir gießen etwas heißes Wasser rein. Genau wie ich dachte, sehr süß und aber lecker. So, wir geben das restliche Wasser zum Müsli und bringen noch ein bisschen davon zum Kochen. So gibt es einen köstlichen und geschmackvollen Brei. Hier haben wir ein Dutzend Kekse in einer grünen Packung. Ich persönlich finde, sie sind die leckersten der ganzen Ration. Ich habe sie Stück für Stück weggeknuspert, während wir das Frühstück machen gefilmt haben. Die Briten haben Erdnussbutter dazugepackt und naja, sie sind noch besser geworden. Yes, das macht alles nur noch nahrhafter und leckerer. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben Cola-Pulver in dieser Packung. Da steht, dass man einfach Wasser hinzufügen soll. Na gut. So, wir rühren es um und es schmeckt und sieht tatsächlich wie normale Cola aus. Puff, die Briten haben mich in der Tat überrascht. Na gut, weiter geht's. In der großen braunen Packung sehen wir gleich 6 Kaugummis. Und unser Frühstück ist fertig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zum Frühstück viel zu essen gab, aber es war lecker und nahrhaft. Übrigens haben wir neben dem Baumstumpf Pilze gefunden. Die werden uns später noch nützlich sein. Offenbar haben sich die Briten auch teilweise auf die Gaben der Natur und den Einfallsreichtum der Soldaten verlassen. Wie immer gilt, Futter für die wilden Tiere übrig lassen. Vorbei an den umgestürzten Birken haben wir beschlossen, euch zu zeigen, wie man sehr coole Survival-Sachen macht. Mit einem scharfen Messer müssen wir jetzt 2 Schnitte entlang der Fasern der Rinde und 2 Schnitte quer dazu machen, so dass wir in etwa ein Rechteck erhalten. Jetzt reißen wir vorsichtig das angeschnittene Stück Birkenrinde ab. Das müssen wir übrigens langsam tun, damit es ganz bleibt. So, ähnelt ja irgendwie antiken Papyrus. Okay, rollen wir es mal zu einer Röhre. Dann suchen wir einen kleinen Tannenzapfen und ein Seil oder einfach solche Grashalme. Jetzt legen wir den Zapfen in die Röhre und binden das Ganze mit Gras zu einem Knoten zusammen. Als nächstes müssen wir nach Nadelbäumen Ausschau halten und nach Schadstellen in der Rinde suchen. Höchstwahrscheinlich findet man dort diese Klümpchen, bei denen es sich um verfestigte Harzstücke handelt. Das ist eine wertvolle Waldressource. Wir stopfen dann halt mal alle diese Klümpchen in die Birkenröhre. Wir setzen noch einen kleinen Docht an. Tada! Wir haben gerade mit einem Messer eine Kerze gebaut. Aber wir müssen sie erst einmal testen. Dann zünden wir sie mal an. Die Flamme beginnt, das Harz zu schmelzen und so entsteht eine größere Flamme. Der Mantel aus Rinde verhindert übrigens, dass das Harz wegfließt. Wir können es sogar leicht bewegen, während es brennt. Wir haben diese Kerze 15 Minuten lang brennen lassen. Dann waren wir des Wartens müde und haben weitergemacht. Es ist fast Zeit für das Mittagessen und wir haben beschlossen, das in der Nähe dieser siamesischen Zwillingsbäume auszupacken. Sie haben zwar eine gemeinsame Wurzel, aber es sind 4 verschiedene Bäume.
Hier haben wir jetzt zwei Getränke, aber da wir nicht mehr viel Wasser hatten, haben wir nur diesen bunten Frucht-Energy-Drink gemacht. Er ist ziemlich lecker und ja, sehr süß. Als nächstes kommt das große Paket mit der Aufschrift Mangokuchen. Darin befand sich ein Stück gelber Kuchen, der aber keinen Mangogeschmack hatte. Aber er war süß und lecker. Als nächstes fand ich eine Müsli-Riegel. Das ist übrigens sehr üblich in solchen Packungsrationen, weil kompakt und viele Kalorien, die man für Kampfansätze braucht. Als nächstes haben wir das Hauptgericht. Es stellt sich heraus, dass es diese eine Art von Nudel mit leuchtend orangefarbener Soße war. Wir fügten jetzt noch ein wenig Wasser hinzu, erhitzten es und das allein war schon ziemlich lecker. Aber der Cheddar-Käse, der in dieser Packung enthalten war, machte dieses Gericht noch besser, indem wir ihn in die Nudeln auflösten. Man kann nie zu viel Käse irgendwo reintun. Nachdem wir unser Essen beendet hatten, gingen wir ein paar Meter weiter und stießen auf einen weiteren Hochsitz. Natürlich konnte ich nicht widerstehen, hineinzuklettern und zu sehen, wie es diesmal von innen aussieht. Es ist ganz offensichtlich, dass er alt und wackelig ist, aber ich hatte echt kein Interesse daran, mit ihm zusammenzubrechen. Drinnen fanden wir einen Platz für Jäger, mit Kissen. Oder besser gesagt, mit dem, was von ihnen übrig war. Anscheinend kommt irgendein Tier hierher und kaut Stücke vom Schaumgummi ab, um damit ein Nest zu bauen. Wahrscheinlich war es ein Eichhörnchen oder ein Hase, denn wer könnte denn sonst hier reinkommen? Wir haben beschlossen, das Abendessen auf einer flauschigen Decke aus grünem Moos zu kochen. Das wird ein besonderes Gericht, denn wir fügen diese kleinen Waldgeschenke hinzu. Wir müssen die Pilze schälen und in kleine Stücke schneiden. So, eine Weile kochen. In der Zwischenzeit nehmen wir ein Paket mit gekochten Ananasstücken heraus. Also ich habe in meinem Leben schon viele Dinge probiert, aber es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich gekochte Ananas gegessen habe. Als nächstes gibt es Tee und ein Energy Drink. Aber es gibt nur einen Becher, also probieren wir den englischen Tee. Wir hoffen, dass er gut schmeckt und heiß ist, denn am Abend ist es schon ziemlich kalt geworden. So ein riesiges Paket mexikanischer Erdnüsse erwartet uns in dieser Ration. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie schmutzig sind. Wie sich herausstellte, waren die Erdnüsse mit einer getrockneten, scharfen Soße überzogen. Sie sehen jetzt nicht so schön aus, aber sie sind köstlich. Inzwischen sind unsere Pilze gekocht und wir müssen sie mit diesem magischen Trennstab aus dem Wasser holen. So, wir haben herausgefunden, dass es zum Hauptgang Bohnen mit einer dicken Soße und einigen anderen Zutaten gibt. Also ohne Wasser wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, die zu erhitzen. Aber nach ein paar Minuten sah das Gericht schon viel leckerer aus. Ach, wir haben die Waldgeschenke völlig vergessen. Wir müssen sie zusammen mit ein paar Tropfen Soße in den Topf geben. Wir haben da ein ziemlich leckeres Essen hinbekommen. Also, insgesamt ist die Rationspackung ganz gut, aber ich habe den Eindruck, dass es für ein so entwickeltes Land wie die Briten etwas abwechslungsreicher hätte sein können. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende und vergesst nicht, euch unsere früheren Videos anzuschauen.